Ja, und der zweite Unwettereinsatz, bei dem ich heute war, der hat sich in Nahrsdorf in der Nähe von Leipzig ereignet. Dort ist auch innerhalb von Minuten der Ort überschwemmt worden. Das Wasser floss einmal durch und hat dort für Überflutungen gesorgt. So schnell wie es kam, war es auch wieder weg. Und die Aufnahmen, die dort entstanden sind, gibt es auch jetzt wieder ohne Kommentar, damit ihr euch ein eigenes Bild davon machen könnt. Bleibt dran. Los, Brigitte!